Er ist der Shootingstar der deutschen Comedy-Szene. Wenn der 16-jährige Karl Josef auf die Bühne rollt, bleibt kein Auge trocken. Wir haben Karl mithilfe seines eingeweihten Managers Marvin für einen hochdotierten Comedy-TV-Auftritt nach Berlin gelockt. Das zumindest denkt Karl Josef. Dieser falsche Fernsehproduzent, diese Lockvogelanwältin, ebenfalls eingeweiht Leroy Matata und Karls Comedy-Bro Salim werden ihm jetzt gehörig die Showsuppe versalzen. Karls Vater Dirk weiß genauso wenig wie sein Sohn, welche Welle da jetzt auf sie zurollt. Also, mögen die Spiele beginnen. Unser erster Lockvogel, der angebliche TV-Produzent der Galashow, bittet unser Opfer Karl Josef vor der anstehenden Generalprobe zum Gespräch. Es gibt Klärungsbedarf. Wir haben ein kleines Problem. Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass der Text für ihr Stand-up, der kam mir bekannt vor, hat mal recherchiert und hat gemerkt, dass er das vor ein paar Jahren schon mal von einem anderen Stand-up-Comedian gehört hat, von Leroy Matata. Und das ist der Bemundraubte. Der erfolgreiche YouTuber Leroy Matata. Er ist einer der wenigen wirklichen Vorbilder von Karl Josef. Der macht nur YouTube, also ich kenne auch kein einziges Stand-up. Hast du nicht die Nummer von Leroy? Ruf den einfach mal an. Hab nur sein Instagram. Achso. Sie schreiben uns eine neue Nummer. Bis heute Abend die Generalprobe. Kriegen Sie das hin? Nicht bis heute Abend, nein. Man kann es ja nachweisen. Das ist einfach das Set, das ich seit 2 Jahren spiele. Jetzt kommt die unechte Anwältin von Leroy ins Spiel. Sie konfrontiert Karl Josef knallhart mit den von uns erfundenen Vorwürfen. Faktisch, und ich sag's mal jetzt auf ganz gut Deutsch, hast du abgeschrieben und geklaut. Es ist also nicht dein eigenes geistiges Eigentum, sondern es ist die Leistung meines Mandanten. Karl Josef, vielleicht wollen Sie sich dazu äußern? Ich kenne Leroy nur als YouTuber, ich habe noch nie irgendeine Art von Stand-up oder irgendwelche Art von Sachen aus seinem Mund gehört und möchte einfach gerne den Beweis finden. Ja. Damit haben wir gerechnet und haben im Vorfeld ein Video produziert, das den jungen Leroy bei einem Nachwuchswettbewerb zeigen soll. Hey, ihr stellt euch sicher eine Frage, Mädels. Klar, ich bin noch Single. Und er performt schon vor Jahren die gleichen Witze, die Karl jetzt in seinem Programm spielt. Was sagst du, Karl? So schlecht kann ich nicht mal sprechen. Es geht natürlich um den Inhalt. Nee, das meine ich auch. Aber selbst wenn man es zusammensetzt, also es ist in der Comedy-Szene eh so. Jeder macht Witze über Corona aktuell. Aber man kann ja nicht sagen, irgendwem ist das das geistige Eigentum, der Witz. Wir haben nichts geklaut, wir kannten den vorher gar nicht. Das ist kein Plagiat. Es ist die schöpferische Tätigkeit meines Mandanten. Also für den Abend muss jetzt noch ein neuer Text her. Gibt es schon neue Gags? Kann ich da schon mal drüber gucken? Weil ich muss natürlich jetzt auch hier bleiben, um zu kontrollieren, ob keine weiteren Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Ne? Naja, ich müsste jetzt erstmal ein bisschen überlegen, was. Wie wollen Sie das denn überprüfen dann? Also bitte. Na, ich bin ja jetzt hier dabei. Ich wäre jetzt Teil dieses kreativen Prozesses sozusagen. Vielleicht kann ich ja auch tatsächlich jetzt an der Stelle irgendwie behilflich sein. Ich habe selber viel mit Schreiben längerer Texte zu tun. Meine Freunde beschreiben mich als sehr lustig. Ich habe auch mal im Schülerwettbewerb was gewonnen in der 5. Klasse. Da gab es auch viel Applaus. Vielleicht kann ich ja wirklich behilflich sein. Ich bin jetzt eh hier. Die Begeisterung für diesen Vorschlag ist Karl buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Ich habe auch noch, vielleicht hilft das in irgendeiner Art und Weise, mein altes Witzebuch dabei. Was bitte hat sie dabei? Natürlich! Das einzigartige, wahnsinnig komische, häufig kopierte, nie erreichte, ultra amüsante Witzebuch, das in keiner Comedy-Büchersammlung fehlen darf. Der Meinungsforscher fragt den Taucher, was halten Sie denn vom Rauchen am Arbeitsplatz? Mega witzig, oder Karl? Da muss man halt ein bisschen länger auch drüber nachdenken, aber wenn es wirkt, dann wirkt's. Na, die prächtige Wirkung ist hier ja wirklich unübersehbar. Ich kann auch gerne nochmal nach was anderem suchen. Ja, alles gut, du. Ja. Yeah. Wir haben keine Ahnung von Business. Wir können hier ein und das war's. Karls Papa Dirk platzt endgültig der Kragen. Er schnappt sich seinen Sohn und sie machen sich vom Acker. Ist damit unsere aufwendige Verlade endgültig für die Tonne? Ganz kurz, ich glaube, ihr habt nicht verstanden, was die Frau gesagt hat. Die hat gesagt, wenn wir jetzt ein neues Ding machen, dann gibt es keine Urheberrechtsklage. Du hast ja auch einen Anwalt, verstehst du? Der sitzt in Stuttgart, unser Anwalt. Karl Josef und sein Papa sind wieder eingefangen. Dann schreibst du da eins, ich eins. Und arbeiten mit Hochdruck an niegelnagelneuen Pointen.
warum die OP gemacht werden musste, ist, weil ich an meine Wirbelsäule krass am Arsch war. Das kam durch meine Krankheit. Meine Krankheit, Muskeldystrophie, zwingt mich und dann halt das, weißt du? Mhm. Unser falscher TV-Produzent fordert jetzt Ersatz für Karl. Und Manager Marvin zögert keine Sekunde. Er ruft den eingeweihten Comedy-Kollegen und Freund von Karl, Salim Samotu, an. Hallo? Bist du noch in Berlin, Champ? Zu kompliziert, komm einfach her. Bis gleich, ciao, ciao. Schlimmstenfalls machen wir so, ohne Scheiß. Und Salim da auch. Ich war irgendwo so bei der Hälfte dann auch nur noch in dem Modus, dass ich nach Hause will und einfach gar keinen Bock mehr hatte. Darfst du nicht vergessen, du bist minderjährig, das heißt Dirk und ich stecke da in der Scheiße, nicht du. Yeah. Weißt du, was du da für Konzessionsstrafen zahlst? Wenn du da jetzt nicht antrittst, ist x-fache von der Gage normalerweise, da steht immer... Aber wenn Salim auftritt, dann... Haben sie einen anderen Comedian? Was läuft? Lass dich knutschen. Und da ist er schon, unser nächster Lockvogel. Aber noch ist nicht klar, ob Karl oder Salim heute Abend auftritt. Karl hat jetzt noch eine Chance und darf seine neue Nummer performen. Ja, hallo, mein Name ist Karl Josef. Dass ich bis vor kurzem länger nicht auf der Bühne war, hatte bei mir nichts mit Corona zu tun. Ich fand den Lockdown ziemlich okay. Ich meine, zu Hause rumsitzen und nichts tun, das kann ich gut. Where's the magic gone? Karl gibt alles. Auf einem Regenbogen zu sitzen. Aber wir wären nicht bei Verstehen Sie Spaß, wenn wir ihn nicht komplett auflaufen ließen. Mit Ansage, natürlich bombt seine Nummer. Gut, ich würde gerne mal den Kollegen noch mal hören. Haben Sie was? Ja, ich wüsste einfach irgendwas. Anstatt jetzt ein bisschen zu lowballen, um seinen Freund besser dastehen zu lassen, liefert Salim die Show des Jahrtausends. Naja, selbst wenn nicht, er würde das Battle immer gewinnen, weil wir es so wollen. Nein zu Krebs. Nochmal eine Frage. Ist das Ihr Material wirklich jetzt nicht abgeschrieben? Von wo soll ich es abschreiben? Das ist nicht aus alten Stücken, oder? Jetzt gilt's. Karl könnte das Ding noch für sich entscheiden, aber... was? Warte, Salim wird doch nicht... Ein Teil davon war bei XXL, oder? Okay, doch. Er tut es. Er fällt seinem Buddy eiskalt in den Rücken. Wir nehmen Sie. Ich soll das machen? Mhm. Sie haben doch diese vercrackte Nummer gesehen, ich bitte euch. Dann machen wir das, Tiger. Herzlich willkommen. Tschüss. Was für ein Kollegenschwein. Klar, alles inszeniert. Eigentlich ist Salim natürlich nie so. Und immer noch steht die Schadensersatzklage im Raum. Weil ich habe keinen Bock, dass ich nachher pleite gehe wegen sowas. Weißt du, wenn das eine halbe Million ist, kann ich meine Firma dicht machen. Ich hatte eigentlich noch nie irgendwas mit irgendwelchen Straftaten zu tun und war sehr schockiert, weil es eine hohe Anschuldigung ist. Aber weißt du, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wir werden trotzdem sind, wir sind die Gefickten. Oder Karl, wie also hast du Bock vor Gericht? Nein, bin ich einverstanden. Also wenn das für ihn in Ordnung ginge, dann ist das klar. Also ich meine, ich sehe ja das Video und da sind Sachen ähnlich. Und klar, anscheinend ist es dann so, dass ich da was, ich will es gar nicht sagen geklaut, aber dass ich da was verwendet habe, was wohl sein, was ihm wohl damals... Was er vorher schon verwendet hat. Ja. Karl gibt etwas zu, das er nicht getan hat, um seine Familie und seinen Manager zu schützen. Ich habe tatsächlich noch ein Video bekommen von meinem Mandanten. Hallo Karl Josef, bevor das Ganze hier komplett eskaliert, wollte ich mich nochmal privat bei dir melden. Also Möglichkeit 1, du schenkst mir deinen Kohle. Möglichkeit 2 wäre, dass du einfach bei einer Prankshow mitmachst. Dann hätten wir das schon im Kasten. Du, mein Lieber, wurdest hiermit geprankt. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Also der Prank hat mir im Endeffekt sehr Spaß gemacht. Auch ein paar Nerven gekostet, aber... war auf jeden Fall sehr lustig. Wir haben hier eine Kamera und hier und hinter euch. Also ich habe schon sehr viele Videos von Verstehen Sie Spaß geguckt. Dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass ich ein Teil davon bin. Irgendwie eine Ehre dabei zu sein. Ja, es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. So, weil ich jetzt so gelitten habe, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen.
teilt das Video auch gerne mit Freunden und checkt die ARD-Mediathek ab. Und gönnt euch die anderen Videos, die jetzt hier hoffentlich erscheinen. Oder hier. Und klickt auf den Abo-Button, der überall sein kann. Wo soll der Abo-Button erscheinen, Karl? Hier unten. Hier unten auf seine freshen Sneakers von einem Herrn, der Spagat kann. Spagat. Oder hier.